Und herzlich willkommen zu einem weiteren Review-Video von mir. Erstmal vorweg, ich habe jetzt ab dem nächsten Video, wenn alles gut geht, ein Stativ endlich. Und dann sind die Ausgaben nicht mehr so verwackelt, wie sie jetzt halt sind. Und drückt mir die Daumen, dass das Ding pünktlich ankommt und ab dem nächsten Video alles stabiler läuft. Gestern gelesen habe ich die neuen X-Men Heft 19 und Spider-Man in the Fang des Octopus. Das eine hier ist ein Heft für 4,99. Hier drin veröffentlicht wurde ein X-Men, ja, All-New X-Men Heft und X-Men Gold, was von Stan Lee der erste Teil und das den zweiten Teil, glaube ich, Camelot geschrieben und so weiter. Das waren drei Dinger, die wurden in den letzten X-Men Heft, in diesem X-Men Heft und bei den Uncanny Avengers X-Men veröffentlicht. Und spielen irgendwo in der Vergangenheit, sind aber eher belanglos. In den aktuellen X-Men-Heft wird der Storyplot weitergeführt mit den X-Men aus der Zukunft, die in unsere Zeit reisen, weil sie irgendwas vorhaben mit den X-Men aus der Vergangenheit, die in unsere Zeit gereist sind. Wie ihr jetzt schon gehört habt, Mutanten hat sehr viel mit Zeitreisen bei den X-Men, was es auch recht schwer macht, den Inhalt hiervon zusammenzufassen. Ich will auch nicht zu sehr drauf wegspoilern, bloß was sich hier mal mehr rauskristallisiert, der Enkel von Charles Xavier, der auch Xavier genannt wird hier, ist halt sehr böse und hat böse Absichten. Und der Storyplot wird halt gut weitergeführt. Ich finde überhaupt die neuen X-Men, obwohl ich Bendis überhaupt nicht ausstehen kann, seit den X-Men gefällt er mir sehr gut. Und ihr müsst gucken, dass er in diese Reihe einsteigt. Davon sind jetzt, glaube ich, aktuell zwei oder drei Paperbacks raus draußen. Dann guckt, dass ihr in die Paperbacks reinsteigt, falls ihr noch nicht hier drin seid. Oder ihr versucht halt in die Hefte einzusteigen. Sind bis jetzt 19 Hefte. Allerdings kommt ihr mit den Paperbacks günstiger davon. Das Ding kriegt von mir eine 4 von 5 hier, das erste Heft. Hat mir sehr gut gefallen. Und dann kam halt die Geschichte aus den X-Men Gold, die irgendwo in der Vergangenheit spielt. Man sieht, Wolverine hat auch seine Selbstheilungskräfte. Storm ist, glaube ich, noch relativ neu in der Gruppe drin. Es gibt einen Sentinel, den sie finden, der in sich drin eine Sentinel-Fabrik hat, die noch kleine Sentinels herstellt. Ich fand die Geschichte eher belanglos und hätten sie auch weglassen können. Oder sie hätten am besten, was hätte mir am besten gefallen, die ganze X-Men Gold-Ausgabe in einem Paperback veröffentlicht. Dann hätte man das nicht so gezwungenermaßen mitgekauft. Dann habe ich noch hier liegen Spider-Man in den Fängen des Octopus. Das ist eine abgeschlossene Geschichte, wurden in den USA in ein All-New X-Men Spezial, ein Spider-Man Spezial und ein Instructable Hulk Spezial veröffentlicht. In Deutschland kriegen wir das in einem Paperback serviert. Ist für die Relevanz der X-Men, Hulk und Spider-Man-Reihe komplett überflüssig. Allerdings ist es eine coole Geschichte, die von den Zeichnungen eigentlich auch ganz okay ist. Wenn man so die ersten paar Seiten gelesen hat und sich an die Zeichnung gewöhnt hat, dann machen die Zeichnungen schon Spaß. Es geht darum, dass sich die jungen X-Men eine Auszeit nehmen wollen und ein bisschen die Stadt erkunden wollen, wo sich dann Iceman mit Hank zusammen losmachen und Cyclops mit der Jean Grey. Im Parkland lernt dann Hank McCoy hier Mädel kennen, weil sie ein Buch liest, was er auch gelesen hat. Wie sich herausstellt, haben sie den gleichen Professor, also den er damals in der Vergangenheit hatte, den sie aktuell hat, und werden dann bei dem von Dr. Octopus angegriffen. Viel mehr möchte ich dann gar nicht darüber erzählen, weil das dann zu sehr spoilern würde. Hulk und Spider-Man kommen halt noch dazu. Spider-Man teach so ein bisschen die X-Men, weil die halt noch am Anfang ihrer Karriere stehen, noch nicht so die Tricks auf Lager haben. Ist cool erzählt, macht Spaß, der Band ist halt von der Relevanz eher unrelevant. Trotzdessen macht das Spaß und von mir eine Kaufempfehlung. Kriegt von mir allerdings nur eine 3 von 5, weil für eine 4 von 5 hat es dann nicht gereicht. Hier hat halt der erste Teil des Heftes von mir auch eine 4 von 5 bekommen, der zweite Teil mir aber nicht so gut gefallen hat. Ist das für mich auch nur eine 3 von 5 insgesamt. Also 2, 3 von 5 war dieses Mal. Ja, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein!